Spätestens seit Nassim Taleb steht der Begriff schwarzer Schwan für ein völlig unvorhergesehenes Ereignis mit drastischen Konsequenzen. Ursprünglich geht ja dieses Bild zurück an den schwarzen Schwans, den es in Europa nicht gab, den man dann viel später erst in Australien entdeckte, auf den lateinischen Satiriker Juvenal, der gesagt hat, also treue Ehefrauen, die sind so selten wie Vögel in der Art von schwarzen Schwänen. Wie gesagt, damals gab es in Europa keine schwarzen Schwäne. Das kam erst ins Bewusstsein der Europäer, als dann Australien entdeckt wurde. Jedenfalls ist eben ein solches Ereignis, ein schwarzer Schwan, etwa die Corona-Krise gewesen, der 9. September gewesen in den USA, Anschläge auf das World Trade Center. Das waren schwarze Schwäne, hatte keiner auf der Rechnung. Und bums, dann mussten alle sich umorientieren. Und genau das ist jetzt passiert, meine Damen und Herren. Heute gab es einen schwarzen Schwan, der gelandet ist. Und zwar wo? In Peking, nämlich auf dem Tiananmenplatz, also dem Platz des himmlischen Friedens. Dort, wo einst eine Studentenrevolution oder Studentenproteste blutigst niedergeschlagen wurden, da ist ein schwarzer Schwan gelandet. Und dann haben viele gesagt, naja, ist das vielleicht ein böses Omen für das, was in China da passiert? Und da gibt es durchaus ein paar Anzeichen, die darauf hindeuten, dass im Reich der Mitte manches vielleicht so ein bisschen quer läuft derzeit. Etwa bei dem größten Immobilienentwickler des Landes, Evergrande, der heute mitgeteilt hat, dass er Zinszahlungen, die jetzt im September anstehen, nicht leisten wird, faktisch nicht leisten kann. Kürzlich haben Moody's und Fitch die Anleihen dieses Unternehmens auf Junk gestellt, gerade noch über totale Pleite. Das Unternehmen ist hochgradig in Schwierigkeiten und das wirft die Frage auf, ob am chinesischen Immobilienmarkt manches etwa nicht stimmt. Und da macht man sich Sorgen und wir sehen auf der anderen Seite eben auch hier die Junk Bond Yields, also die Renditen für Hochrisikoanleihen aus China, die sind jetzt deutlich gestiegen. Weit über 13%. In westlichen Ländern ist es so, dass 85% dieser Junk Bonds negative Realrenditen aufweisen. Das heißt, die Risikoprämien, die ich dafür kriege, die sind geringer als die Inflation. In China ist das ganz anders, aber wir sehen, dass hier offenkundig durchaus eine gewisse Panik am Markt langsam entsteht, denn hier fürchten viele, ihr Geld zu verlieren. Und das alles in dem Kontext mit den Aktionen der Führung in Peking, die ja ganze Industrien teilweise kaputt schießt, runterstuft, Alibaba, Tencent hier mit der Datenhoheit, das Monopol gehört dem chinesischen Staat, nicht chinesischen Tech-Unternehmen, andere Bereiche wie eben Bildungssektor, Online-Bildungssektor hat man hier stark attackiert. Jetzt sind wieder die Spiele, ist wieder die Spielebranche dran, hat Peking jetzt Firmen zitiert, wieder einbestellt, Tencent, NetEase, die eben in diesem Sektor sind, die damit gutes Geld verdienen. Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass Jugendliche in China nur noch 3 Stunden pro Woche und zwar am Wochenende Games spielen dürfen. Also wir sehen auf der einen Seite eine Art politischen Amoklauf, um es mal drastisch zu formulieren, gegen ganze Branchen in China. Auf der anderen Seite sehen wir, dass andere offenkundig kurz vorm Kollaps sind. Und das ist eine etwas schwierige Mischung. Und vielleicht ist eben das so ein bisschen symbolisch, was da heute in Peking passiert ist mit diesem schwarzen Schwan. Der zeigt, dass da etwas in die falsche Richtung läuft. Und vielleicht ist das auch in den USA der Fall. Denn Janet Yellen hat heute gesagt, ja, also irgendwann im Oktober, da wird uns das Geld ausgehen. Wir müssen also die Schuldenobergrenze anheben. Und das wird eine sehr schwierige Geschichte, eine sehr schwierige Verhandlung zwischen den Demokraten und den Republikanern. Hier sagt Janet Yellen nochmal, also ihr müsst jetzt wirklich handeln, es wird richtig knapp und so langsam werden die Märkte auch darüber ein bisschen nervös. Das wäre kein klassischer schwarzer Schwan, denn alle wissen ja, irgendwann geht den USA das Geld aus, wenn die Schuldengrenze nicht angehoben wird. Aber es wäre dann fast schon in den Konsequenzen ein schwarzer Schwan. Man wüsste gar nicht, was passiert dann. Normalerweise hat man das ja immer irgendwie hingekriegt. Die Fronten sind verhärtet, dann gibt es diesen Government Lockdown. Dann laufen die Dinge schief, aber das dürfte die Märkte in den nächsten Wochen noch ein bisschen nervös machen. Und nicht nur deswegen, sondern als generelle Analyse haben jetzt immer mehr Banken plötzlich eine negative Sicht auf die Aktienmärkte, etwa die Deutsche Bank. Wir gehen davon aus, dass es einen signifikanten Pullback geben wird zwischen 6% und 10%, eben weil die Inflationsrisiken steigen. Und
Insgesamt ist man aber nach wie vor, wenn die Inflation nicht aus dem Ruder läuft, sagt man, dann ist am Aktienmarkt übergeordnet weiter okay. Bank of America dagegen hat jetzt gesagt, okay, unser Jahresendziel ist 4.250 Punkte. Das wäre also immerhin ein Abschlag von 6%. Auch das wäre sicherlich keine Katastrophe. Und dann ist man sogar für das nächste Jahr optimistisch und erwartet 4.600 Punkte. Ist das ein Kontraindikator, dass die Bank of America und Deutsche Bank jetzt plötzlich so negativ sind? Aber all das spielt schon ein bisschen heute eine Rolle. Die US-Indizes sind negativ. Das begann schon hier beim DAX, als Holzmann, der Vertreter Österreichs in der EZB, gesagt hat, also die Inflationsrisiken, die scheinen aus dem Ruder laufen zu können. Wir müssen zur geldpolitischen Normalität zurückkehren. Das hat den DAX runtergezogen, hat die US-Futures runtergezogen und die US-Märkte dann auch zunächst mal unter Druck aus verschiedensten Gründen, eben weil teilweise viele Firmen eben sagen, ja, also wir haben riesige Margenprobleme. Das wird genau das Thema sein jetzt, was auf uns zukommt. Hohe Inputkosten der Unternehmen. Sie kriegen das Material nicht, Lieferengpässe, all diese Geschichten, die werden sich jetzt auswirken. Das Wachstum kühlt ja ganz deutlich ab in den USA. Sie kennen den Economic Surprise Index, der deutlich im Negativen ist. Das heißt, wir haben eine Situation, in der tendenziell eine sich abkühlende, stagnierende Wirtschaft auf eine weiter sehr hohe Inflation trifft. Und jetzt sehen uns mal an, und das ist natürlich eine wichtige Fragestellung derzeit. Jeder gibt zu, ja, die US-Aktienmärkte sind teuer. Der DAX, by the way, ist nicht so teuer, deutlich günstiger. Die US-Aktienmärkte sind teuer, denn sie haben eine Price-Earnings-Ratio von über 20. Wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass normalerweise die Performance, je teurer ein Aktienmarkt ist, in den nächsten Jahren umso schwächer ist. Ganz kleines Plus wäre da noch zu verzeichnen. Das heißt, wer teuer kauft, hat natürlich dann auch eine schlechtere Perspektive, noch teurer zu verkaufen. Ist diesmal aber alles anders, eben weil die Notenbanken alle Bewertungsmaßstäbe außer Kraft gesetzt haben? Fragezeichen. Jedenfalls sehen wir, dass eben sehr viele Firmen aus dem S&P 500 inzwischen mit mehr als dem Zehnfachen des Umsatzes bewertet sind, und das ist durchaus sportlich, nicht Gewinn, sondern Umsatz, der Anteil steigt, also auch da ist es teuer. Was passiert, wenn der Umsatz mal nachlässt, eben weil die Wirtschaft abkühlt, eben weil man nicht mehr so gute Geschäfte machen kann, weil einem schon die Materialien fehlen, um die eigenen Produkte herzustellen, etc., etc.? Das sind eben jetzt so bestimmte Risiken, die am Markt sind. Und wir wissen, dass die Fed diese Risiken natürlich genau kennt. Wir sehen heute die Aktienmärkte schwächer. Ich hatte heute Morgen im Videoausblick als Thema die sehr schwierige Situation, dass die Fed-Mitglieder maßgeblich an den Aktienmärkten aktiv sind, die sie maßgeblich auch manipulieren durch ihre Geldpolitik. Hier sehen wir, wie Robert Kaplan offenkundig mit einem Telefonat sein gesamtes Portfolio glattgestellt hat. Er hat über 27 Positionen, Aktienpositionen in seinem Depot, die jeweils mehr als $1 Million wert sind. Also da ist einiges dabei, und vor allem ist Tesla dabei. Der gute Robert Kaplan, der ja eigentlich der hawkischste unter den Fed-Mitgliedern ist, hat eine Position auch über 1 Million in Tesla. Und das zeigt, wer short ist in Tesla, der spielt auch in gewisser Weise gegen die Fed, wie Stalingrad und Pursky hier richtigerweise bemerkt. Also ein manipulierter Markt durch und durch. Und das ist vielleicht nicht die allergesündeste Entwicklung. Zumal wir jetzt sehen, dass die schwachen Arbeitsmarktdaten, die wir am Freitag hatten, eigentlich nicht wirklich aussagekräftig sind. Ja, es sind relativ wenig neue Stellen geschaffen worden. Aber es gibt wahnsinnig viele offene Stellen, die nicht besetzt werden können. Und zwar viel mehr, als es Arbeitslose gibt. Heute Jobs Report mit fast 11 Millionen offenen Stellen, die nicht besetzt sind. Wir haben aber so um und bei 8,5 Millionen Arbeitslose. Also 2,5 Millionen Stellen, die praktisch offen sind, wo es gar keine Arbeitslosen dafür gibt, die diese Stellen besetzen könnten. Das ist sprechend. Wir sehen unten hier die Grafik, wie extrem stark das hier nach oben gegangen ist. Wie kommt das? Woher kommt das? Nun, es kommt durch das Helikoptergeld. Auch hier hat der Markt ist manipuliert worden durch die Fed, nämlich der Arbeitsmarkt, und durch die US-Politik, durch Ausschüttung des Helikoptergeldes, haben viele viel mehr verdient, als wenn sie arbeiten gegangen wären. Jetzt sitzen die noch auf einem schönen Polster und denken sich, nee, arbeiten habe ich jetzt noch nicht so Lust und außerdem könnte ich mal einen höheren Lohn verlangen. Also wir sehen, da kommen die Dinge aus dem Ruder, wenn hier Eingriffe
der Fall sind, wenn Märkte manipuliert werden, dann kommt es zu Ungleichgewichten und so entsteht die Situation, dass es eben jetzt eigentlich kein Argument für die Fed mehr gibt, nicht zu tapern, denn das war ja immer der Punkt und deswegen haben die Märkte ja zunächst auch sich gefreut, wenn die Arbeitsmarktdaten schlecht waren, dass man sagt, ja, dann wird die Fed länger warten, aber es ist nicht so, dass es keine offenen Stellen gibt, es gibt nur schlichtweg zu wenige Bewerber dafür und wir sehen alleine in diesem Bereich Gastronomie, wie da die Löhne massiv gestiegen sind zuletzt. Also das ist jetzt ein Kriterium, das sehr, sehr wichtig werden wird, nämlich diese Lohnpreisspirale. Die Rohstoffpreise sind schon gestiegen, folgen jetzt die Löhne, die Lieferengpässe treiben die Preise und wir sehen auch, die Preise am Immobilienmarkt steigen. Wir sehen hier etwa den Zillow Rent Index, der also praktisch die Mietpreisentwicklung in den USA erfasst und wir sehen, wie steil das nach oben geht, aber die Komponente für die Ermittlung der Verbraucherausgaben, mithin also der Inflation durch die Fed, die hinkt da ein bisschen hinterher. Wir sehen also, dass faktisch die Notenbank, dass faktisch die Inflationsberechnung hinten und vorne nicht stimmt, schon alleine wegen der Mieten. Da gibt es ja die Komponente Homeowners Equivalent Rent. Und das bedeutet faktisch, dass die Inflation noch nach unten manipuliert ist, denn diese Mieten, die spielen eine ganz, ganz große Rolle, etwa 40% der Inflationsberechnung. Das ist noch wichtiger etwa als der Ölpreis. Ich hatte vorhin gesagt Rohstoffe und da sehen wir jetzt hier mal Natural Gas, also Erdgas, heute auch wieder über 6% gestiegen. Wir sehen Uran hier in der Mitte, booms, massiv nach oben. Wir sehen Aluminium jetzt auf dem höchsten Stand seit 2011. Es gibt auch andere Rohstoffe, die fallen, aber es ist schon ein Trend jetzt, dass die Rohstoffe wieder nach oben gehen. Bloomberg Commodity Index deutlich gestiegen. Und die Schwäche des Marktes, so wurde gestern ja erklärt, dass hier der Dow Jones etwa über 200 Punkte verloren hat, da war das Erklärungsmuster, ja, Sorgen vor Corona etc., habe ich gestern schon nicht geglaubt, glaube ich heute auch nicht, denn wir sehen, dass die Hospitalisierungen in den USA seit Wochen das erste Mal wieder zurückgehen, 2% zurückgegangen im Vergleich zur Vorwoche, also Corona kann es nicht sein, es muss andere Gründe geben, warum die Märkte heute nicht so gut laufen. Wir sehen, schwarze Schwäne war damals, oder ein schwarzer Schwan war damals auch der Brexit, heute die Meldung, dass für Deutschland Großbritannien nicht mehr unter den 10 größten Handelspartnern ist. Umgekehrt ist das allerdings anders. Wir sehen, dass der Handel oder der Import oder die Handelsvolumina zwischen Deutschland und Großbritannien um 11% gesunken sind seit dem Brexit. Allerdings ist es so, dass die deutschen Exporte nach UK weiter gestiegen sind um 2,6%. Also wir exportieren nach wie vor mehr nach UK. Auf der anderen Seite beziehen wir immer weniger Waren aus Großbritannien. Das kann on the long run auch nicht funktionieren, zumal die Handelsbilanz Großbritanniens ja ohnehin schon sehr, sehr schwach war. Gleichwohl auch der DAX nicht wirklich gut drauf. Heute Morgen ja gleich der Rücksetzer nach den Aussagen von Holzmann. Hier sehen wir mal den DAX im Vergleich zum MSCI World, also diesem Weltindex-ETF, wenn man so will, deutlich schlechter performt in den letzten Jahrzehnten. Und das, obwohl der DAX ja ein Index ist, der die Dividenden vollumfänglich einpreist. Also das zeigt so eine innere Schwäche auch des deutschen Aktienmarktes, die sich wahrscheinlich durch die Neuaufnahme von 10 weiteren Firmen nicht ändern wird. Und Schwäche ist auch das Thema, das ich gestern angeschnitten hatte, die Deutschen und die EZB etwa. Hier Marcel Fratscher, Marcello Fraccherino, heute mit einer interessanten Aussage. Er hat nämlich gesagt, ja, ich habe nicht gesagt, dass die Rentensysteme in 3 bis 4 Jahren kollabieren, aber die demografische Wende, die ab 2025 eintritt in Deutschland, wird die Sozialsysteme hart treffen und zu steigender Altersarmut führen. Jetzt muss man wissen, dass der Fraccherino natürlich ein absoluter Anhänger der derzeitigen EZB-Politik ist, die eben genau diese Altersarmut beschleunigt, indem eben die Leute keine Chance mehr haben, ohne große Risiken Zinsen zu kassieren. Im Gegenteil, die Inflation frisst eben die Renten jetzt noch auf, weil die Inflation schneller steigt als die Renten etc. Es gibt also einen maßgeblichen Grund für diese Altersarmut und der nennt sich EZB und Abschaffung von Zinsen. Eigentlich findet das Marcel Fratscher ja ganz toll, aber auf der anderen Seite beklagt er dann ja eben diese steigende Altersarmut und das ist nicht so ganz schlüssig, mein lieber Marcel. Aber gut, von Marcel sind wir ja einiges gewohnt und einiges wird kommen morgen, meine Damen und Herren, Donnerstag, 9.9.18.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von uns, Finanzmarktwelt. Da wird es um die Frage gehen, können spekulative Blasen auch rational sein? Und dabei ist Christian Rieck, der sehr, sehr bekannt ist inzwischen
als YouTuber, ich glaube 170.000 Abonnenten hat, der kann reden wie gedruckt und zwar stundenlang und alles hat Hand und Fuß, habe ich selten so gesehen und das wird wohl auch morgen so passieren. Hochinteressante Aussagen erwarte ich mir da, das ist ein absolutes Muss, das könnte die vielleicht interessanteste Folge von Boom & Bust werden. So schwant mir zumindest, ich werde unter dem Video den Live-Link für morgen schon mal positionieren. Geben Sie den ein in den Browser, warten Sie dann einfach, können Sie einfach offen lassen, dann, wenn Sie morgen den Rechner hochfahren, dann haben Sie den schon mal. Also das wird eine absolute Delikatesse, das will ich schon mal versprechen und mich dabei ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.